Lasst mich durch, ich muss etwas ernten. Ja, und willkommen zu einer weiteren Folge My Time at Sandrock. Ich trage hier mein Harvester-Set, keine Ahnung. Und meine erste Ernte ist reif. Ja, siehst du, alles fertig. Also ernten wir das mal. Zack. Oh, da ist auch schon. Like you figured it out. Jo. Here, take these as well. Ja, sehr gut. Mehr. Gib mir mehr. Planting in the desert is the best step we can take towards fixing the climate here in Sandrock. Plus, you get to eat stuff. Glad to have you aboard. Gerne. Oh, you're probably going to need more seeds and stuff at some point. Just check out Burgess's store at the water tower. The church is always supposed to stay stocked up. Now, I better make like a tree and get out of here. Catch okay. Ya. Also, Saaten werden wohl gekauft, wie es aussieht. Oh, was habe ich da ein schönes bekommen? Ein Mützchen, das keinen Platz mehr im Inventar hatte. Da. Flashy Desert. Defender googles. Okay, Verteidigung plus 3. Ausdauer plus 6. Was habe ich denn jetzt? Kann man das eigentlich vergleichen, die Sachen? Beschreibung ausblenden, fallen lassen, ausrüsten. So, was hatte ich? Verteidigung 3, Ausdauer 6. Oh, das ist besser. Das ist besser. Jawohl. Jetzt kannst du das Set wegnehmen. Nee, wir müssen erstmal ernten. Pflanzenset verwenden. Erstmal schön alles wegernten hier. Und jetzt müsste ich ja eigentlich den Boden entfernen. Pflanzen entwurzeln. Nee, das möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich nicht genug Stroh in der Inventar. Ja, ich brauche nämlich Stroh. Ah, muss ich finden. Muss ich finden. Machen wir eine Rolle. Kriegen wir hin. Aber viel wichtiger ist doch jetzt, dass ich das hier mitnehmen kann. Und dass ich jetzt hier meine Werkbank verbessern kann. Zu einem mittleren Arbeitstisch. Und das machen wir jetzt. Bestätigen. Perfekt. Tada. Richtig gut. Und wir kriegen neue Sachen dazu. Schauen wir mal komplett an, was es denn Neues gibt. Eine Bombe. Ich weiß gar nicht, wo. Blutsteinsäge. Ventil, Blutsteinkern, Bronzerahmen, einfache Sandfischfalle. Ich weiß gar nicht. Na, die hatte ich vorher schon, ne? Das habe ich schon. Eisen. Das heißt, wir müssen Eisen kriegen. Hartholzzaun, Stahlrahmen, Filterkern. Okay, also eine ganze... Und es hat sogar Licht. Eine ganze Menge mehr können wir jetzt herstellen. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt das hier. Damit werden wir uns jetzt beschäftigen. Lager können wir schon mal reinmachen. Was haben wir denn noch? Halt. Wir haben natürlich genau gar nichts. Also ich brauche Bronzeplatten 6 Stück, Bronzerahmen 2 Stück. Da könnte ich gleich mal gucken. Bronzerahmen. Mach mal 2. Ich brauche nur 2. So, die sind nämlich dann schon fertig. Die kann ich schon mal reinklöbbeln. Bronzerahmen. Sehr gut. Kupferdraht. 8-mal. Machen wir. Kupferdraht. Dann machen wir hier 3. Ein bisschen Energie rein. Und dann machen wir da 3. Das spart ja Zeit, ne? So, dann haben wir die 6. Die 6 haben wir dann. Kupferdraht. Das mache ich gerade. Was haben wir dann noch? Bronze. Ja, Bronzeplatten nur noch, ne? Bronzeplatten. Okay. Wo mache ich die? Hier. Schon mal 3 Stück. Es waren 8, glaube ich. War viel, ne? 6. 3 nur noch. Oh. Dann könnte ich schon fast alle machen. Ja, ich muss das nächste Mal wirklich in die Mine gehen und 10 Erz holen, ne? Ja. Muss ich mich mal drauf konzentrieren. So, hier ist gerade alles am Arbeiten. Und jetzt zeige ich euch mal endlich, wo die Kiste ist. Zu der ich einen Hinweis bekommen habe. Dum-di-dum-di-dum-di-dum-di-dum.
Und man könnte sie jetzt eigentlich schon sehen, aber man kann sie nicht sehen. Ach, da oben ist sie. Auf dieser Brücke, sag ich mal. Oh, mein Ofen hat keinen Kraftstoff. Das ist aber ganz schlecht. Da muss ich mal schnell zurück. Sonst passiert da nichts. Das ist schlecht. So, kleines Wettrennen mit Jasmine. Ah, hol ich sie ein. Jawohl. Na gut, das ist auch keine Kunst. Das ist ein kleines Kind, ne? So, welcher Ofen möchte denn hier gerne Energie? Oh, und Wasser wollen die alle. Mein Wasser geht zur Neige. Ist es wirklich so? Oh ja, es ist wirklich so. So, jetzt haben wir erstmal wieder ein bisschen. 18%. Ach, da muss ich mal Wasser machen. Habe ich hier noch was drinne? Mal schauen, ob ich noch irgendwo Wasser habe. Tau. Ich brauche auch mehr Tau. Dann sortieren wir erstmal alles ein. Ah, hier. 38 habe ich. Wo mache ich eigentlich nochmal diese Fässer? Ah, hier, guck mal. 3 Stück, ja. Ist nicht viel. Aber der Mensch freut sich. Naja, 28%. Ich werde mal mehr von denen hier bauen müssen. Tausammler. Ich glaube schon, ja. Gut, jetzt zeige ich euch aber, wo die Kiste ist. Na, ihr habt es ja schon gesehen, aber wir holen die jetzt. Und dann ist ja immer noch die Frage, wie komme ich an diese zweite Kiste ran, ne? Das ist ja das Problem. Irgendwie. Hallo, Captain. Und hallo, Macchiato. Oh, Macchiato putze ich ein bisschen. So, also nochmal hier hoch. Wie gesagt, da ist die Kiste, die wir letztes Mal gesehen haben und ich noch nicht so richtig weiß, wie ich da rankommen soll. Ich weiß nicht, ob dieser Haken da irgendwas zu tun hat mit. Aber das hier können wir schon mal holen. Jawohl. Pionier und eine Schatzkiste. Ein Buch, okay. Die Kiste nehmen wir natürlich mit. Was ist denn das für ein Buch, sag mal? Pionier. Am Ende des Zeitalters der Dunkelheit riskierten viele mutige Abenteurer Leib und Leben, um neue Länder zu erschließen und der Menschheit mehr Möglichkeiten zu bieten. Dieses Buch erzählt die Geschichte von einigen dieser berühmten Persönlichkeiten. Fortsetzung folgt. Da ist ja wirklich jemand sehr weit gekommen. Doch, muss man schon sagen. Ich wollte schon wieder gerade den Schirm aufmachen. Das geht nicht, Captain, das geht nicht. Das geht doch erst wieder im nächsten Livestream von Palia. Mann. Aber da geht das dann. So, aber da sind wir gerade nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Jawohl, ich hab's geschafft. Oh, ein Segenanhänger. Richtig gut, ich hab's geschafft. Und dann muss ich mal schauen, was ist denn das für ein Anhänger? Da ist er. Hab ich schon Anhänger? Nö, Accessoire, das wird wahrscheinlich da reinkommen. Ja, richtig gut. Das ist Verteidigungspunkte plus 4. Läuft. Schön. Freut mich. Das ist sehr schön. Apropos schön. Habe ich eigentlich Quests? Schöne Quests? Ah ja, okay. Stimmt. Hartholzdielen. Und Marmorziegel. Das muss ich unbedingt fertig machen. Ja, komm, wir schauen nochmal rein, ob es irgendwelche neuen Baupläne jetzt gibt. Jetzt, wo meine neue Werkbank freigeschaltet wurde. Nee, sieht gar nicht so aus. Ich hätte es gedacht, dass dadurch mehr Commission Tracker erwerben, um zu lernen, wie man Commission Tracker herstellt. Kann mit Gummischläuchen, verstärktes Glas. Muss ich aber gar nicht drüber nachdenken, weil ich habe die Münzen noch gar nicht. Okay, Quest kann ich nicht annehmen. Ich habe 2. Sollte ich mich parallel mal drum kümmern. Nehmen wir doch erstmal den Dreck mit. Und den Appelgriebsch hier. Und den auch noch. Ja, gut. Essensreste. Was mich daran erinnert, ich wollte auch mal die Küche machen. Diese Hobbyküche oder Lehrlingsküche nennt sich das. Weiß gar nicht mehr. Na, die einfachste Küche halt. Na, weil ich jetzt was anbauen kann. Genau, das machen wir als nächstes. Das Ding baue ich fertig. Und dann kommt die Küche und dann wissen wir, was für Saaten wir anbauen müssen, damit wir was zu essen machen können.
glaube, das klingt nach einem sehr guten Plan. Das hier ist fertig. Das ist auch jetzt fertig. Drei Bronzeplatten. Ich bräuchte nochmal drei. Es fehlt mir natürlich Bronze. Habe hier schon ein bisschen was durch. Und dann haben wir das Ding schon fast fertig. Also so schnell hatte ich noch nie etwas fertig hier in dem Spiel. Das kann man schon mal so unterschreiben. Ah, zwei. Ja, mal, mach dich schon mal fertig. So, dann können wir die Drähte schon mal einbringen. Ne, mir fehlen zwei Kupfer. Okay. Machst du ein. Ja, dauert eine Minute. Und du auch. So. Ach, Mann, Mann, Mann. Okay. Das haben wir fertig. Jetzt wollte ich... Was wollte ich denn? Ich könnte die Dinger mal wieder füttern, aber ich könnte auch erstmal da oben den ganzen Schrott abholen. Und ich müsste eigentlich auch mal wieder in die Mine rein, dass ich meinen Pass nutze, ne? Ich meine, ich zahle da 200 Gold für. Und, also richtig ausnutzen tue ich es nicht. Oder war ich da heute schon? Nee, war ich noch nicht. Aber nehmen wir erstmal den ganzen Kram mit. Das können wir dann in die Wiederverwerter packen. Und dann haben die ein bisschen was zu tun. Und ich wollte noch irgendwas machen. Ich komme gleich drauf. Gleich habe ich es wieder. Gleich ist es wieder da. Irgendwo aus der Hirnwindung zieh es raus. Irgendwas ganz Wichtiges. Ach ja, die Quests. Stimmt. Da war ja was. Für die Quests muss ich noch was machen. So. Ja, wir könnten ja eigentlich morgen mal in die Mine reingehen. Vor allen Dingen Zinn holen. Zinn ist eigentlich. Kupfer habe ich noch ganz gut, aber Zinn habe ich nicht mehr so viel. Da hapert es so ein bisschen. Da müssen wir mal ein bisschen aushelfen. Okay, du bist noch am Machen. Ihr seid fertig, schön. Naja gut, das bringt mir eh nichts, weil ich brauche eh noch einen. Genau. Kupferdraht. Es fehlen nur noch Bronzeplatten. Ich habe drei. Ich brauche sechs. So. Also auf jeden Fall habe ich denn jetzt genug Bronzeplatten. Und wir werden das heute noch fertig kriegen. Also an diesem Spieltag jetzt. In der Folge sowieso. So, eine noch. Eine noch. Ach, guck mal hier. Die Hartholz, die mache ich hier. Na, dann macht das Ding mal fertig. Und was war das andere, was ich brauchte für die Quest? Marmorziegel. Marmorziegel. Ach, die Öfen, ne? Ja, Marmorziegel machen die Öfen. Da muss ich also noch ein bisschen warten. Gut, da komme ich heute noch nicht voran. Aber, nicht mehr lange. Eine Bronzeplatte. So, komm, mach die fertig. Eine Minute noch. Nicht mehr ganz. Gut, dann kann ich die doch mal füttern hier. Was hauen wir denn mal rein? Guck mal, Kupferschrott. Wie viel Kupferschrott ich habe. Ist ja irre. Sehr schön. So, dann sind die schön beschäftigt. Das ist Gummischrott. So, dann machen wir noch mal feine Holzreste. Schön. Alle beschäftigt. Bisschen Energie rein. So. Läuft. Bisschen abstauben. Ja, brauche ich gerade gar nicht. Nee. So, ist gerade nichts zu machen. Muss man den eigentlich auch abstauben? Kann man. Kann man machen. Muss man aber nicht. So.
So, dann schauen wir doch mal hier drüben nach. 14 Sekunden. Dann haben wir die Gondel fertig. Und damit gehe ich dann morgen jetzt los. Heute Abend nicht mehr. Heute Abend nicht mehr. Da will ich keinen mehr stören. So, 3, 2, 1. Fertig. Sehr gut. Und. Bam. Und fertig. Ja, sehr schön. Aufheben. Perfekte Qualität. Das ist super. Baue die Seilbahnkabine auf. Aufbauen. Nee, jetzt gehe ich jetzt mal ins Bett. Und dann baue ich hier auf Aufbauen. So viel Zeit muss sein. Genau, schlafen. Und da hat schon wieder ein Ofen kein Kraftstoff. Ach man. Und bald auch kein Wasser mehr. Da muss ich mal was gegen machen. Oh, heute ist wieder Sturm. Dann werde ich mal meine tolle, formschöne Mütze aufsetzen. So, der hat jetzt wieder was. Die sind beschäftigt. Sortieren wir mal alles weg, was wegzusortieren geht. Ja. Und dann nehmen wir die natürlich mit. Warte mal. Kann man sich den eigentlich über den Kopf halten? Ja, natürlich geht das. Los geht's. Oh Mann. Okay. Da müssen wir hin. Ah, warte mal. Ich werde erstmal meine Sachen produzieren für die Quest. Sonst wird das nämlich knapp. Ich möchte nicht enttäuschen. Okay, also. Ihr seid fertig. Ihr seid fertig. So, ich brauchte... Marmorziegel 6 Stück. Das war im Übrigen nicht hier. Das war hier. Ich denke da nie dran. Marmorziegel 6 Stück. Jawohl. Ah, 10 Minuten ist das fertig. Gut, ich das verteilen können auf beide Öfen. Dann wären es nur 5. Und Hartholz. Ich habe schon 3. Okay, dann noch 2. Jo. 2 Minuten. Wunderbar. So, jetzt kann ich meine Gondel mal wegbringen. In aller Ruhe. Ah, da muss ich morgen wahrscheinlich erstmal wieder abstauben, ne? Meine ganzen Geräte. Hier in Sandrock wahrscheinlich auch. Naja. So, hoffentlich finde ich das überhaupt. Muss ich... Ob ich hier hoch muss? Ob ich das hier irgendwie finde? Mal. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, okay, hier wahrscheinlich. Ja. Ja. Hier sind wir genau richtig. Überhaupt nicht ungefährlich hier, ne? Ich sehe gar nicht, wo ich hinlaufe. So. Bauen wir das mal auf. Einige Gegenstände sind weggeweht worden. Schaue in die Richtung, aus der Wind. Ich will das hier aufbauen. Natürlich. Sehr gut. That's some fine work you've done up there, partner. Glad to have you guys on board. Ach, herrlich, herrlich. Wenn die uns nicht hätten, dann hätten sie jemand anderen. Next step is riding you builders over to fix the engines. Things might go south over there, over in the west. What? With the gigglers and all. So you might want to arm yourself. Oh. Are you ready to go? Oh, auf geht's. Empfohlen Level 11 bis 13? Ich bin Level 11 bis 13. I knew I could count on you. Weit drüber. Let's roll. Warum zeigt ihr das so rot an? Naja, los geht's. See you cowpokes on the other side. Right behind you. Oh oh. Hat er das nicht kontrolliert? Wollte er das Seil nicht kontrollieren? Das hat ja gut geklappt. Oh Mann. Captain? Oh oh.
Oh oh. Stay back. I don't want to hurt y'all. We come in peace. Ah! Oh. Interessiert die herzlich wenig, glaube ich. Well, it looks like diplomacy has failed, partner. Roll out. I'll cover you. Jawohl, los geht's. So, erstmal die Schwächsten wegmachen. Genau. Und dann den da. There's gotta be a exit around here somewhere. Let's try to find it. You take point. I'll cover you. Okay, ich gehe voran. Ist ja nicht so, dass du nicht eine Schusswaffe hättest. Okay. Gut, los geht's. What's down there? Ja, das denke ich auch, das ist... Oh. Patronen. Sollten wir mitnehmen? Sieht's bei mir im Inventar nicht aus. Oh ja, geht noch. Okay. Weiter. Ja, moin. Ein Giggler-Praktikant. Machen wir die Praktik immer fertig. I expected them Giggler just showed up one day a couple of years back. Nah, you see and hear about a few mutated beings here and there. But I have never seen them on such a large scale. Rumor is, they come from the peripheries. Who knows? Ja, wer weiß, was das ist. Ich weiß es nicht. Oh, auf jeden Fall fehlt mir eine Menge Patronen. Das ist schön, aber ich habe ja... Oh, das ist schön. Hi. Autumn Explorer West. Okay. Verteidigungspunkte 84? Also benötigt Stufe 22. Alles klar. Hat noch ein bisschen Zeit. Schade, die hätte ich schon gerne. Geht's hier weiter? Nö. Okay, fahren wir weiter. So, 22 bin Stufe 19. Na, drei Level noch. Dann kann ich das Ding anziehen. Wow. Da sollen wir wohl mal durch. Hm, ob dieser Pfeil was zu sagen hat? Ah, Patronen. Warum kriege ich hier Patronen? Was soll das? Sollte ich schon eine Schusswaffe haben jetzt? So, dann versuchen wir da mal raufzukommen. Sehr schön. Ui, was ist das? Energiesteine, sehr schön. Ach, die Kissen kannst du auch abbauen. Ja, aber nicht so, nicht so. So. Alte Teile. Vielleicht sollte ich nochmal zurückgehen. Die andere Kiste holen. Kann man gebrauchen. Kann man gut gebrauchen. Weiter geht's. Da wird irgendwas passieren. Okay. Ja, da ist was. Da muss man aber rausschießen. Looks like we're in this thing. Mhm. Plenty of Gigglers between us and Salvation. Now this goes against pretty much every regulation in the book. But we're in dire straits and have you ever fired a gun before? Nee. Don't ask that. Just take this here shooting iron. Okay. Ah. Tja. Look, see that little light thingy there? Mm-hmm. Try shooting it. It's gonna unlock this door. Okay. Okay, Schusswaffe. 114 Patronen habe ich, das sollte reichen. Genau, okay. Los geht's. Wie schieße ich jetzt? Okay, Ziel mit Q. Hey, there you go. You're getting the hang of it. Ja, I feel a bit better about the situation overall. Ich bin ein richtiges Naturtalent. Und dieser Giggler hat mich nicht kommen sehen. Hab ihn weggesagt. Oh! So, weiter geht's. So, jede Patrone wird natürlich mitgenommen. Hm, da müsste man irgendwie reinkommen können. Ah, warte mal. Sehr gut. Und? Okay. Ah, die kann es auch kaputt hauen. Mensch. Das habe ich ja nie gemacht.
jetzt auch nicht wirklich tolle Sachen daraus. Ja, wobei mehr Salz war da eben bei. Das ist schon ganz nett. Ein bisschen Gold. Was ganz cool ist, ich verbrauche hier keine Energie. Was natürlich Sinn macht. Da würde ich zu viel Energie verbrauchen. Da habe ich plötzlich ein Problem. Okay. Naja, da sollen wir wohl nicht durchkommen können. Oh. Dann mach ihn fertig. Yeah, let's check this way. Mach ich doch schon. Ja moin. Ach Mist, die Kombo. In Luft. Aufgelöst hätte ich bald gesagt. Da geht's. Hey, there's the keycard. Die Keycard? Ah, da ja. Da, wo es leuchtet. Okay. Der ist nicht schlecht. Okay, haben wir. Ja, Dreck. Den brauchte ich unbedingt. Das brauche ich unbedingt, diese Kiste. CDs. Oder Datendisk. Okay. Weiter geht's. Okay. Ja, moin. Er macht hier Mucke mit seinen Töpfen. Auch nicht schlecht. Okay. Ohne nicht wert, ne? Ist die Pistole nicht wert. So. Ah, guck mal hier, da kommen wir wieder an. Hey, I think if we go through that turnstile, there's an exit in that direction. Oha. This place used to be a mining spot back during the relic rush. I came once a long time ago. We're gonna need to swap a car to get through that turnstile. Let's look around. Maybe we can find ourselves one. Wir haben schon eine gefunden. Ey, der da drüben, der sieht aber nicht so gut aus. Das ist aber. Boah. Wir nutzen. Hallo. Igler Manager. Oh yes. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Alter Junge. Ist gut jetzt. Ich glaube, ich nehme die Pistole lieber. Das ist viel besser. Jawohl. Das ist viel einfacher. Oh, ein Motivationshammer habe ich bekommen. Den schauen wir uns mal an, wobei ich hier nicht auf Hammer spezial. Oh. Angriff, das ist gut, glaube ich. Kann ich den benutzen? Jo. Diese Karte, jawohl. Weiter geht's. Was hat er denn hier? Benutzen. Heilung wahrscheinlich, ne? Ja. Ich hab's mir schon gedacht. Vielleicht sollte ich meine Skillpunkte nochmal zurücksetzen und eher auf Schusswaffen gehen. Das ist auch nicht schlecht. Oha. Großer Raum heißt immer große Gegner. Oha. Dang. Oha. That's a whole gaggle of giggles. Looks like they're all listening to that big fella talk about this stuff or something. Über Eidechse sowas spricht, nicht klar. I remember this place. If we can find two keys, we can get through that door on the opposite side of this room. Let's move quick, while they're distracted. Okay. Ja? Nee. Ja, nee. Kommen wir nicht durch. Verdammt.
doll. Leise draufhauen, leise. Okay. Wo ist denn Justice gerade, wenn man ihn mal braucht? Okay. So, da ist die Karte, die wir brauchen. Okay. Dann geht's hier weiter. Ja, 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 ja. Hallo, Giegler. Okay. Gut. Okay, das können wir benutzen, aber ich will erstmal zu der Kiste da hinten. Da lag nämlich noch eine Kiste. Die hätte ich schon ganz gerne. Und, achso, ich muss das auch noch da hin. Brauch den Schlüssel. So, hier einmal lang. Verdichteter Kraftstein, stärker als ein durchschnittlicher Kraftstein. Okay, also der hat mehr Energie. Da laufen die Dinger ja, die Geräte ja unendlich lange. So, weiter geht's. Okay, ich verwende Torschlüssel 1 und 2. Beide wurden jetzt aufgebraucht. Müllberg. Nehme ich natürlich mit. Oha. Also hier geht es ja noch ein ganzes Stück weiter und die Folge ist schon sehr fortgeschritten. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich anders, aber ich hoffe, ihr schaut nächste Folge rein. Wird auf jeden Fall spannend. Würde ich mich sehr darüber freuen und ich verbleibe mit allem. Ciao, ciao.